Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen wieder mal ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Aber liebe Leute, das soll heute gar nicht so Thema sein, denn wir haben wieder ein richtiges Talk-Thema parat, wo ihr natürlich eure Meinung auch zu geben könnt. Denn es gibt ein Ding, das habe ich so in den letzten Monaten, Jahren einfach beobachtet und das geht allgemein so um Star Wars. Macht Disney Star Wars kaputt? Oder wie ist die Lage momentan? Denn ich habe immer mehr den Eindruck, gerade was Kritik im Internet angeht, es wird immer schwieriger, normal mit Leuten zu diskutieren, sich mit Leuten auszutauschen. Es wird immer, immer, immer schwieriger. Und das liegt an zwei großen Fraktionen. Und zwar einmal die, die Star Wars Disney in aller Form ablehnen, komplett kaputt haten. Soll heißen, die wirklich alles, absolut alles davon schlecht reden, denen gar nichts gefällt, die überhaupt nichts mögen, die sagen, alles ist Mist. Und auf dem anderen Extrem halt die Leute, die sagen, bei Star Wars ist alles wunderbar. Es ist immer eine 10 von 10. Nichts ist schlecht. Und wenn irgendwas schlecht ist, dann ist man doch nur ein Hater und soll das doch bitte wegignorieren. Denn Star Wars war ja schon immer blöd. Wie auch immer man das so sagen kann. Tja, und dann steht man selber da irgendwo in der Mitte dieser Position und sagt, ja, manche Sachen gefallen mir, manche Sachen gefallen mir nicht. Oder das und das und das sind meine Kritikpunkte. Und es ist unfassbar ermüdend, mit diesen beiden Fraktionen in irgendeiner Form zu interagieren, weil es sind halt wirklich diese super Extremen. Zur Einschätzung bei mir, ich würde persönlich sagen, seit Disney Star Wars übernommen hat, sind die Sequels mittelmäßig bis leider eher nicht so gut geworden. Gerade Episode 8 und 9 mag ich nicht sonderlich gerne. Episode 7 finde ich okay. Den Solo-Film mag ich. Rogue One finde ich super. Mandalorian Season 1 und 2 finde ich super. Mandalorian Season 3 hat leider so seine Problemchen. Book of Boba ist so mittelmäßig. Kenobi ist ein absoluter Totalausfall, meiner Meinung nach. Und Andor war auch wieder gut. Also von daher, das variiert so von schlecht, mittel bis halt wirklich gut. Zu den einzelnen Sachen habe ich natürlich dann auch meine bestimmten Kritikpunkte. Soll heißen, jetzt Mando Season 2 ist nicht perfekt oder sowas. Es ist zwar echt toll, aber ich habe da natürlich auch so ein paar Probleme, wo ich dann sagen würde, ach, das wäre natürlich noch ein bisschen cooler, das wäre noch ein bisschen besser. Aber im Grunde bin ich sehr zufrieden damit. Ne, jetzt zum Beispiel bei Mando Season 2. Und da kommen wir auch schon zu einem ganz interessanten Punkt. Denn selbst wenn man etwas gut findet, wie jetzt zum Beispiel einen Rogue One, wie jetzt ein Mando Season 2 Finale oder sowas, man hat natürlich trotzdem immer in irgendeiner Form irgendwas, wo man sagen würde, ey, das finde ich schon eine gute Idee, aber das und das und das wäre mir natürlich noch ein bisschen lieber geworden oder das wäre mir lieber gewesen und das wäre cool und hier und da und dies und das. Und dann gibt es leider immer diese Leute, die dann einem sofort unterstellen, obwohl man eigentlich sagt, dass man es grundlegend cool findet, dass das irgendwie absolut niedergehatet wird. Wenn man das dann in Zahlen ausdrücken würde, würde man sagen, das ist irgendwie eine 8 oder 9 vielleicht sogar von 10. Und trotzdem steht man dann am Ende da als der größte Hater überhaupt. Merke ich momentan auch wieder in der Ahsoka-Serie, kriege ich auch mal wieder tolle Kommentare, dass ich das ja kaputt haten würde, obwohl ich bis jetzt sagen würde, die ersten drei Folgen sind so eine 7 bis 8 von 10. Also eigentlich im guten Spektrum, hätte ich jetzt eigentlich gesagt. Aber dennoch hört man immer wieder, dass man da nur ein dreckiger, oller, stinkender Hater wäre. Jetzt werden manche sagen irgendwie, ja, aber du sitzt dann da ja mit deinem Notizblock und schreibst dir irgendwie Notizen auf von wegen das und das und das findest du nicht gut und hier das und das und das mache ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach nicht der Wahrheit entsprechend. Ich schaue mir die Serien an mit einer Vorfreude und man hat natürlich in irgendeiner Form so einen Star Wars Bonus, ne, dass man sagt, boah, cool, das ist halt Star Wars, wow, ich bin da richtig gehypt drauf. Andererseits ist man natürlich auch irgendwo vielleicht ein bisschen kritischer und schaut Sachen kritischer an und man will ja, dass das Universum, was dann auch Regeln definiert hat, an sich irgendwo schlüssig ist und dass dann nicht da irgendwie, ja, Fragen aufgeworfen werden, wo man sich dann fragt, hey, warte mal, wenn das jetzt hier so dargestellt ist, wieso ist denn das dann damals bei der und der Serie, bei der und dem Film irgendwie anders gewesen oder anders dargestellt worden und wie kann man das irgendwie jetzt quasi so zusammenführen, dass das noch irgendwie kohärent passt als Universum? Und da ist ganz oft irgendwo ein Problem, dass man Sachen dann auf einmal grundlegend anders darstellt und dann führt das bei mir im Kopf natürlich zu einem riesengroßen Problem. Beispielsweise, wir gehen jetzt mal auf Episode 8 und das Holdo-Manöver, ne? Man kam mit Lichtgeschwindigkeit, zack, rein in einen Supersternzerstörer oder halt in dieses super tolle Snoke-Schiff springen und das zerfetzt dann einfach. Gut, jetzt wird das intern im Film dann auch nochmal so geregelt mit, ja, das war halt ein Millionentreffer, es war halt Zufall, wow, es hat gerade so geklappt, Glück gehabt. Aber an sich, finde ich, das wirft dann halt irgendwie immer so die Fragen auf von wegen, ja, warum gibt es denn dann nicht sowas wie unbemannte Drohnen, die mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo reinkrachen, wenn das anscheinend so ein sehr starkes Mittel ist, um extrem großen Schaden zu verursachen, ne? Das sind dann immer diese Fragen, die man sich dann automatisch stellt. Wieso gibt's das nicht? Wenn mir das dann sofort einfällt, so als Zuschauer, der halt jetzt nicht irgendwie großartig in der Waffenforschung oder so tätig ist, wieso sollte mir das dann auffallen, aber dann irgendwie keinen in diesem Star-Wars-Universum?
Nur um mal die Grundlage zu verstehen, welche Probleme mich da meistens aufregen. Also wirklich Sachen, die einem sofort ins Auge fallen, wo man sich sofort fragt, ja, warte mal, da ist doch irgendwas ganz schief. Soll heißen, ich sitze hier nicht mit dem Notizblock und betreibe absichtlich Nitpicking, dass ich mir kleine Punkte raussuche, sondern das sind dann meistens schon irgendwelche Sachen, die mir beim ersten Mal direkt auffallen, ohne großartig jetzt drüber nachzudenken oder die mich sofort verwundern. Beispiel hier ist, wie ist zum Beispiel Reva in der Kenobi-Serie in Episode 5 bis zur Episode 6 nach Tatooine gelangt, obwohl sie dann quasi verletzt am Boden hätte liegen müssen. Das sind dann so Sachen, da frage ich mich, warum wird das nicht gezeigt? Was ist da passiert? Wie kann das eigentlich passiert sein? Weil, ne, sie ist verletzt. Komisches, großes Logikloch. Verstehe ich nicht. Warum ist das so? Meiner Meinung nach eigentlich relativ verständliche Kritik. Und ich habe jetzt diese zwei Beispiele nur mal gemacht, um mal so ein bisschen nachzuvollziehen, welche Punkte ich denn vielleicht nicht so dolle finde, ne? Aber gut, dann kommen wir zu den Leuten, die das dann auf den Tod verteidigen. Aus meiner Sicht zumindest. Und dann wird gesagt, ja, du darfst da ja auch nicht so drüber nachdenken. Und das finde ich eine ganz kritische Aussage, um ehrlich zu sein. Natürlich hat man das irgendwo als Kind gesehen, also Star Wars in den meisten Fällen, denke ich mal zumindest. Und dann hat man sich das irgendwo lieben gelernt und dann findet man das toll und dann liebt man das. Aber ist das nicht irgendwie eine ganz traurige Nummer, wenn man sagt, ja, man muss da absichtlich über offensichtlich, also wirklich über offensichtliche Fehler hinwegsehen, damit man das noch genießen kann? Ich finde das irgendwie so eine ganz traurige Aussage, weil warum liebt man das denn? Warum hat man denn so eine unfassbar große Liebe zu einem Franchise? Jetzt kommt es natürlich drauf an, wie ist da eure Liebe zu dem Franchise, ne? Für den einen oder anderen wird das hier einfach mehr als nur Filme, Serien und sowas sein, sondern man hat dann da ganz viele nostalgische Gefühle mit verbunden. Man guckt das an, wenn es einem schlecht geht. Man guckt das an, wenn man traurig ist. Man guckt sich das an, wenn man krank war oder sowas und hat dann irgendwie ganz tolle Gefühle damit verbunden, auch mit der Kindheit, wo man dann irgendwie mit seinen Freunden Jedi und Sith oder was weiß ich gespielt hat draußen im Wald oder im Garten oder so. Ich finde es dann irgendwie ganz traurig, wenn man dann sagt, ja, das ist einfach eine dumme Sache und da sind Logikfehler drin, das ist halt einfach so, übersehe es halt mit Absicht. Weil ich habe dann irgendwie auch einen höheren Anspruch. Ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich, wie gesagt, dann da sitzt und sich jede Kleinigkeit raussucht und Nitpicking betreibt und sagt, aber man müsste in Star Wars Explosionen im Weltall, müsste man eigentlich, die dürfte man nicht hören und bla bla bla. Das finde ich ja auch Quatsch. Aber irgendwie wirklich so ganz offensichtliche Sachen dann irgendwie absichtlich, obwohl die einem auffallen, dann zu ignorieren, finde ich irgendwie schade. Noch trauriger finde ich da sogar die Aussage, wenn man dann sagt, ja, aber Star Wars war ja schon immer unlogisch oder Star Wars war ja schon immer doof. Ich weiß irgendwie, das kann ich irgendwie mit meinem Kopf nicht vereinbaren, dass man das dann sagt, obwohl man dann sich selber dann irgendwo Fan nennt. Ich kann verstehen, dass das Außenstehende sagen, ne, dass sie dann sagen, ja, das ist mir irgendwie ein bisschen zu, das ist mir so zu Fantasy-mäßig, ne? Das sind dann aber auch Leute, die Star Wars an sich wahrscheinlich nicht mögen werden, die dann sagen, ja, das ist doch irgendwie Quatsch, da ist dann so ein Affenwesen mit diesem Han Solo unterwegs und rennt dann da rum und die sprechen dann irgendwie wukisch und dann kann er den aber verstehen und, hä, verstehe ich alles nicht. Ich kann verstehen, dass einem das nicht gefällt, ne? Ist genauso wie wenn ich jetzt sage irgendwie, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein. Tun wir einfach mal so, als würde ich jetzt Harry Potter nicht mögen. Ne? Ist jetzt nicht so der Fall, aber tun wir einfach mal so. Da kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ja, das ist einem irgendwie zu kindisch. Da ist dann so ein komischer Narbenjunge und der kämpft dann da gegen den dunklen Superzauberer, obwohl er selber irgendwie so ein 12-Jähriger ist. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich kann verstehen, wenn man halt überhaupt nicht mit diesem Franchise connected. Was ich aber irgendwie nicht verstehen kann, ist, dass man erstmal anscheinend von diesem Franchise gehookt wurde, sagt, boah, cool, ich bin Fan, ich finde das geil. Und dann im Nachhinein dann irgendwie sagt, ja, aber das war ja schon immer Mist. Oder das war ja schon immer unlogisch. Oder das war ja schon immer schlecht. Oder das war ja immer schon undurchdacht. Finde ich irgendwie eine ganz merkwürdige Aussage. Und finde ich dann auch ehrlich gesagt einen ganz komischen Anspruch an neuen Serien. Weil natürlich gibt es Sachen in Star Wars, die vielleicht nicht so gut gelungen sind, ne? Aber man muss sich ja auch nicht immer mit dem Schlechten vergleichen. Oder man will, oder ist das das, was man haben will? Wenn du mich jetzt fragst, was willst du haben bei Star Wars? Willst du irgendwie so Mittelmäßigkeit haben und dann kommt das halt alle paar Jahre mal so raus oder alle paar Monate und dann denkt man sich, geil, eine neue mittelmäßige Serie. Oder willst du was richtig Geiles haben? Und dann, wie gesagt, kommt das vielleicht seltener raus oder sowas. Aber mein Anspruch ist doch schon, ich möchte was richtig Geiles kriegen, was richtig Tolles kriegen, was, wo ich mich wieder irgendwie zurückversetzen kann, wo ich wieder diese Star Wars Feelings habe irgendwie, wo ich mich wieder als Kind fühlen kann, wo ich diese ganzen tollen Gefühle, die ich jetzt vorhin beschrieben habe, wieder abrufen kann und mich dann einfach freuen kann. Das ist doch mein Anspruch und ich will jetzt ja nicht irgendwie nur als Anspruch haben, ja, da ist halt irgendwie ein Jedi und der hat die Macht und dann gibt es noch Lichtschwert-Action, die Stormtrooper schießen halt wie immer alle daneben, am Ende gibt es eine fette Explosion bei irgendeinem Kampf um eine neue Superwaffe und dann bin ich zufrieden. Also kann man natürlich haben so als Anspruch, aber finde ich dann aber auch ein bisschen schade, wenn das dann so niedrig gesteckt ist. Und dann finde ich es auch irgendwo ein bisschen merkwürdig, wenn man dann Leute wie jetzt mich, die jetzt
wahrscheinlich schon tief irgendwo drin sind oder vielleicht auch sehr hohe Ansprüche haben, dann irgendwo ja als Hater abstempelt oder dann sagt, ja, was ist denn das? Musst du einfach mal den Kopf ausmachen und genießen. Dieses Kopf ausmachen finde ich sowieso ein bisschen merkwürdig, weil irgendwo ist das, wie gesagt, für mich dann zumindest, wenn ich was bei Star Wars sehe, schon noch mehr als jetzt nur ein Film oder nur eine Serie. Ne? Man, das ist dann schon so das Lieblingsfranchise. Man ist da total drinne, man kennt die Hintergründe. Man hat sich da teilweise in irgendwelche Wikipedia-Artikel reingelesen mit Hintergrund und Kulturen und was weiß ich nicht alles. Und dann will man das natürlich auch alles irgendwo wiedergespiegelt in dieser, gebündelt in dieser neuen Serie, in diesem neuen Film oder sowas sehen. Und ist dann natürlich häufig mal so ein bisschen enttäuscht oder verwundert, warum man das vielleicht nicht, ne, dann hat man schon einen guten Ansatz gefunden in der Serie, aber hat es nicht perfekt dargestellt oder hat es nicht, dann hat man so die 60% erreicht, aber geht nicht die vollen 100, so beispielsweise, ne? Und dann sind das natürlich Punkte, wo man dann sagt, ja, ist schon cool, aber wäre noch cooler, wenn das und das und das und das und das. Und das ist natürlich auch häufig immer nur eigene Meinung, ist mir auch schon klar. Ich bin jetzt nicht der Maßstab aller Dinge, bevor das jetzt irgendwie einer so in den falschen Hals kriegt. Ist nicht so, dass meine Meinung die einzig richtige ist, muss ich ja wahrscheinlich auch wieder erzählen, ne? Und das ist ja auch alles in Ordnung, jeder soll da ja auch seine eigene Meinung haben und keine Meinung ist die einzig wahre richtige. Aber dennoch finde ich dieses Grundprinzip dann irgendwie von manchen Leuten sehr, sehr komisch, wenn sie sich selber zwar als Fan bezeichnen, aber gleichzeitig auch irgendwie nur dieses, ja, diesen niedrigen Anspruch haben oder dieses sagen, ja, ist ja Hauptsache besser als Episode 8 und 9 und dann ist schon in Ordnung. Weiß ich nicht. Ist natürlich ein schöner Trend nach oben, aber ist das der Anspruch? Oder wenn man dann da rausgeht und sagt, ja, ist ja immerhin nicht irgendwie was, was jetzt andere Filme oder sowas oder andere Stellen geretconnt hat, was jetzt nicht irgendwie riesen Logiklücken aufgerissen hat. Von daher ist schon in Ordnung so. Da ist dann mein Anspruch vielleicht auch einfach höher oder mein Wunsch, dass das halt richtig gut wird, einfach höher. Anderes Extrem ist natürlich trotzdem auch nicht schön, wenn man dann halt irgendwo diese Leute hat, die wirklich alles schlecht finden, egal was auch immer gezeigt wird. Alles ist immer Mist, auch wirklich dann halt quasi nichts Positives darüber zu erzählen haben. Das ist ja auch häufig einfach ein Austausch von wegen, was fand man gut, was fand man vielleicht nicht so gut. Das heißt ja auch gar nicht unbedingt, wenn man irgendwas nicht so gut findet, dass man das sofort absolut schlecht findet. Das kann ja auch einfach nur heißen, hey, die Grundhandlung finde ich schon ganz cool, aber mich hat das und das gestört. Das hätte ich gerne anders gezeigt oder anders dargestellt, dann fände ich es noch besser. Ne? Also muss ja jetzt gar nicht unbedingt immer so super negativ heißen. Ich glaube, die Leute denken da leider sehr häufig in Extreme, dass man entweder, also wie jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich dann sage irgendwie, ja, die dritte Ahsoka-Folge fand ich bis jetzt die schwächste. Das heißt nicht, dass ich dann sage, irgendwie, das ist eine super beschissene Folge. Plus, ich habe schon gesagt, ne, die ersten beiden fand ich halt irgendwo bei so einer 8. Und die dritte war dann eher so bei so einer 7. Von daher ist das jetzt nicht ultra kacke, ne? Es ist halt bloß nicht so gut wie die vorherigen. Ich habe da ja auch so meine Gründe. Andere Leute können ja sagen, jo, ich verstehe deine Gründe, aber sehe ich halt nicht so. Das stört mich ehrlich gesagt nicht so. Ist ja vollkommen in Ordnung. Was ich im Grunde sagen will, es ist unfassbar ermüdend geworden, teilweise über solche Sachen zu diskutieren. Wie seht ihr das? Gerade im Internet. Und natürlich, lasst es mit diesen extremen Meinungen. Hört euch auch gerne einfach mal andere Meinungen an. Man kann dann ja auch immer sowas sagen, hey, ich verstehe deinen Standpunkt, ich verstehe deine Kritikpunkte, sehe ich aber ehrlich gesagt nicht so oder es stört mich ehrlich gesagt nicht so. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber bloß immer dieses gegenseitige Gebäsche, das reißt diesen Spalt, glaube ich, auch einfach immer nur größer und größer und größer. Ist halt irgendwo ein Trend, der es, also zumindest für mich, extrem ermüdend macht, da irgendwie mit Leuten zu diskutieren oder mit bestimmten Leuten zu diskutieren, die halt wirklich auch gar keine anderen Meinungen sich überhaupt anhören oder so. Oder wie gesagt, immer diese Totschlagargumente bringen, die, finde ich, meistens gar nicht unbedingt so gut sind wie dieses denk mal nicht drüber nach, was du dir da gerade anguckst. Weil das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich traurig. Aber nun ja, was sagt ihr zu dieser ganzen Thematik? Schreibt unbedingt gerne mal eure Meinung dazu rein. Lasst uns gerne diskutieren. Bleibt dabei fair und so weiter in den Kommentaren. Und von daher war es das mit dieser kleinen Talkrunde zu diesem Thema. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, gerne Meinung in die Kommentare hauen und damit vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.